Medizintechnik, das ist auf alle Fälle ein Ingenieurstudiengang, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man hier anfängt. Aber was das Faszinierende daran ist, dass es immer mit Menschen zu tun hat. Das heißt, man entwickelt Geräte als Medizintechniker, die Menschen nachher helfen. Und das ist das, was für mich eigentlich eine sehr spannende Geschichte ist bei der Medizintechnik. Der Studiengang Medizintechnik ist ein interdisziplinärer Studiengang. Das heißt, man lernt nicht nur eine Sorte Technik ganz schmal sozusagen, sondern man kriegt viele Nachbardisziplinen auch vermittelt. Medizin, Biologie, Anatomie, Physiologie, die ganzen Sachen, die mit der Medizin zu tun haben. Wir haben viele Laboren, für Versuche haben wir Infusionstechnik, mit Patientenmonitoring, Defibrillatoren, mit Herzschrittmacher und auch Beatmungstechnik. Also ich finde es schön, dass man Einblick in die Technik hinter der Medizin bekommt, also zum Beispiel, was für Geräte im OP benutzt werden. Wir dürfen in den Laboren dann auch selbst diese Geräte mal verwenden, zum Beispiel ein Chirurgiegerät, womit man dann den Körper aufschneiden kann und so. Da können wir dann Versuche dran durchführen. Ja, das finde ich sehr spannend am Studiengang Medizintechnik. Es gibt eigentlich viele Bereiche, wo man hingehen kann. Man kann ins Krankenhaus gehen und man kümmert sich dort um die Geräte. Man kann in Firmen gehen und dort die Geräte entwickeln oder in den Service gehen, wo es dann auch um Wartung geht oder eben Updates und so weiter. Man kann auch in die Forschung gehen, wo man neue Geräte entwickelt. Also das ist recht breites Spektrum.